Boom. Fühlt ihr den Lifestyle, Leute? Fühlt ihr das Kampfholz? Habt ihr das Kampfholz gefühlt? Und Pur ist da. Safe Call. 100%. Let's go. 10 Millionen Likes. Yo Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe am 30. bzw. 29. auf dem 30. morgens gegen 1 bis etwa 2 Uhr einfach mal einen Stream angeworfen. Hatte ich einfach mal Bock drauf und ich habe dann einfach mal spaßeshalber geguckt bei Stats Royale, wann meine nächste coole Kiste kommt. Und hab dann im Stream einfach ein paar Fights gemacht und geguckt, wann diese Kiste kommt. Und dazu habe ich dann einfach mein Highlight für euch zusammengeschnitten. Ich wünsche euch dabei jetzt viel Spaß. Los geht's. Und wir machen jetzt einfach mal einen Kampf. Let's go. Vielleicht kriegen wir eine Magietruhe nach dem Kampf. Wäre auf jeden Fall echt krass, wenn wir nach diesem Kampf eine Magietruhe bekommen würden. Also ich habe da so ein Gefühl im Bauch, Leute. Habt ihr das Gefühl auch im Bauch? Ich glaube schon. Also ich glaube, einige von euch, die werden auch gerade das Gefühl haben, Clash Games bekommt nach diesem Kampf eine Magietruhe. Wenn nicht, dann seid ihr hier im falschen Film. Lol. Okay. Kampfholz. Brrr, boom. Ice Golem. Alter, wir kriegen seinen rechten Tower. Nice. Nice. Aber er kriegt wahrscheinlich unseren linken, wobei wir können es noch verteidigen. Sehr schöne Sache. Sehr schöne Sache. Leute, seid ihr auch dafür, dass wir nach dem Kampf eine Magietruhe bekommen? Ich mag Super Magietruhen. Ja, die mag ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, Super Magietruhen mag ich auch ganz gerne. Aber ich predict jetzt einfach mal, dass wir hier nach dem Kampf eine Magietruhe bekommen. Wenn ich recht habe, dann müsst ihr alle einen Daumen nach oben da lassen. Ich sag's jetzt schon mal vorweg. Okay, Elektromagier ist da. Okay, schöne Sache. Ja. Als ob mein Elektromagier jetzt gedelft ist. Ist immer voll unlegit. Oh, Scheiße. Okay, Elektromagier. Ja, der kam halt einfach mal 10 Millionen Jahre zu spät. Habe ich gar nicht mehr hingeguckt. Habe ich ja gar nicht mehr drauf geachtet. Egal, jetzt machen wir ihn weg. Jetzt machen wir den Typen weg. So. Haben wir hier eine Ablenkung. Banditin kriegt einen Charge. Brumm. Schönes Ding, die läuft jetzt natürlich vor. Das ist ein bisschen unglücklich. Ah, machen wir es so. Oh no, das wird echt ein bisschen... Es wird brutal eng. Alter, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Was macht denn der da? Ja, setzt seine... Ja! Dead Predict. Let's go, let's go. Banditin Charge einmal rein. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Das sind zwei Kampfhölzer. Das sind zwei Kampfhölzer. Eins. Okay, Leute, da... Ich spüre schon die Magietruhe. Die sitzt mir schon im Nacken. Spüre die sie auch schon? Ich glaube, ja. Und... Ja, komm. Wer will mich bezwingen? Da kommt das Kampfholz. Bra. Kampfholz ist da. Und ich glaube, da kommt jetzt Magietruhe, habe ich gehört. Will mich Superstar nicht pranken? Oder will mich Stats Royale eigentlich pranken? Leute, Stats Royale ist fake. Was ist denn das?
Hey, steh, ich bekomme jetzt eine Magietruhe. Ey, nee. Jetzt habe ich so in den Fight reingesweatet. Und dann bekomme ich doch keine. Pff. Ist ja mal richtig verkägert. Was soll das? Ja, es war die Magietruhe, die ist noch... Ah. Mein Gefühl war falsch, Leute. Gefühle können auch manchmal täuschen. Muss man so hinnehmen. Man, das steht halt einfach... Ich habe gerade eben geguckt, da stand noch, im nächsten Fall bekomme ich eine Silbertruhe. Es hat sogar gepasst. Und dann stand da nach zwei Kämpfen eine Magical Chest. Ist ja mal richtig low. Komm, wir machen ja einfach mal eben kurz diese Chest auf. Haben einen Slot frei. Sagt, jetzt kommt eine Magietruhe. Du bekommst im nächsten Kampf zu 200% eine Magietruhe. Okay, zu 200%. Okay, zu 200%. Zu 200% sage ich nicht nein. Das heißt, wir müssen dazu mal den John nennen. Einmal kurz easy besiegen, habe ich gehört. Jetzt sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Nachher razert er mich komplett weg. Kommt da noch was? Oder sind das nur Barbaren? Einmal hier ein Kampfholz. Boom. Banditin hier einmal für den Hog Rider. Einmal bitte reinchargen. Danke dafür. So, und ich habe so das Gefühl, dass jetzt eine Magietruhe kommt. Mein Gefühl gerade eben war falsch, Leute. Das wusste man aber eigentlich. Meine Gefühle, die sind manchmal so ein bisschen durch den Wind, ja. Ich denke mal, das kennt ihr. Aber dieses Mal ist mein Gefühl richtig. Je nach dem Kampf kommt eine Magietruhe. Okay, ein Feuerball, das ist natürlich ein bisschen belastend. Das ist natürlich echt ein bisschen belastend. Machen wir es einfach mal so. Und gucken mal, was er... Ah, ein Magier, okay. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Aber die Elite-Barbaren kommen trotzdem... Leute, die Elite-Barbaren kommen natürlich trotzdem durch. Die sind so krass. So, Banditin einmal hier. Zack. Boom. Hawkrider kriegt nicht einen Hit. Nicht einen. Wunderschön. Ja. Ja, guckt euch das an, Mann. Das ist doch... Und da gehe ich jetzt gleich noch mit meinem Golem rein. Und dann ist das schön. So, ich glaube, hier muss ich erst einmal meine Elite-Barbaren vorsetzen. Wobei, die hätte ich gar nicht gebraucht. Aber egal. Dann gehen die schon mal vor und triggern vielleicht genau seinen Magier, dass er ein bisschen früher rauskommt. Und vielleicht auch noch ein Tornado. Ja! Schöne Sache. Schöne Sache. Komm, wir blockieren jetzt einfach mal dem Hawkrider hier den Weg. Na, ah, hat nicht ganz so gut geklappt. Aber ich glaube, wir kriegen das Ding trotzdem noch. Ich sag, wir kriegen das trotzdem noch. Weil wir den Golem an seinem Turm haben. Und weil wir jetzt gleich einen Golem auf der anderen Seite haben. Ey, dein Tornado, der bringt dir nichts. Guck, Tower down. Und Golem auf der anderen Seite. That is it, Leute. Das ist der Lifestyle. Ihr müsst einfach den Lifestyle fühlen. Ihr müsst den Lifestyle fühlen. Boom. Fühlt ihr den Lifestyle, Leute? Fühlt ihr das Kampfholz? Habt ihr das Kampfholz gefühlt? Und Magietruhe ist da. Safe Call. 100%. Let's go. 10 Millionen Likes. Easy going. Oh yeah. Da ist sie. Da ist sie doch. Da ist sie doch, die Magietruhe. Schöne Sache. Wieso streamst du um diese Uhrzeit? Warum nicht? Ich hab's gesagt, Pascal Heinze, du bist mein Mann.
Er hat gesagt zu 200% und sie kam zu 200%. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Stream-Highlight gefallen. Wenn ihr Bock habt, auch beim nächsten Stream dabei zu sein, dann macht einfach die Glocke an, lasst ein Abo da. Dann könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke mal, die nächsten Streams werden dann auch zu normaleren Zeiten wahrscheinlich kommen. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.